Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Phoenix Wright Trilogy HD Justice for All. Letzter Fall. Ich glaube, erster Prozesstag, zweiter Teil. Weitere Aussage von Frau Andrews. Dieses Glas Saft, ich hatte es eigentlich nicht für mich selbst eingeschenkt. Als ich das Zimmer betrat, war ich überrascht, es so unordentlich vorzufinden. Dann schüttet man sich ein Glas Wasser ein. Und Juan, er saß in seinem zusammengezogen und müde in der Ecke. Als ich ihn so sah, kam mir natürlich nicht der Gedanke, dass er tot sein könnte. Ehrlich gesagt dachte ich, er sei ohnmächtig geworden, also holte ich ihm einen Saft. Als ich merkte, dass er tot war, warf ich versehentlich die Blumenvase um. Ja, du mir auch. Sie schenken das Glas Saft also für das Opfer ein? Warum haben Sie das nicht in Ihrer früheren Aussage gesagt? Ich dachte nicht, es sei nötig, sowas Unbedeutendes zu sagen. Phoenix, sei bitte vorsichtig hier. Wenn du dieser Aussage nichts Falsches findest, dann können wir nichts mehr tun. Ich weiß. Edgeworth, was zum Teufel geht in deinem Kopf vor? Also gut, Herr Wright. Sie können mit dem Kurzfall beginnen. Ich habe wieder, bevor ich überhaupt anfange, ich habe eine Frage. Das, was sie wieder erzählt, ist ja eh Blödsinn. Das wissen wir ja. Die lügt ja wie gedruckt. Aber ich will mal was gucken. Hä? Das ist jetzt die geile Sache. Wisst ihr das noch aus der Aussage? War die Flasche Saft? War die unberührt? Weiß das noch irgendeiner? Ich dachte jetzt eigentlich, dass man das aus dem Foto sieht, aber... Sieht man natürlich nicht. Okay. Kämpfen wir uns erstmal durch. So. Gehen wir erstmal auf den Nerven. Aber es war doch sonst niemand im Zimmer, oder? Natürlich nicht. Also für wen haben Sie es da eingeschüttet? Herr Wright, es gibt für alles einen Grund. Können Sie nicht noch ein klein wenig warten, bis Sie es erfahren werden? Mit anderen Worten, Wright, sei still und hör zu. Exakt. Das hätte ich nicht besser sagen können. Also, es war unordentlich? Sind Sie sicher, dass es nicht wegen des Kampfes mit Herrn Corrida unordentlich war? Ich verstehe deine Frustration darüber, dass du deine Theorie nicht beweisen kannst, aber bevor du jemanden eines Verbrechens bezichtigst, musst du die Beweise haben. Und dann? Was haben sie dann gesehen, Zeugin? Hat er mir gerade einen Hinweis gegeben? In sich zusammengesunken? Ja, er saß einfach da. Kopf vornüber gebeugt, die Augen geschlossen. Es sah wirklich so aus, als würde er schlafen. Geht's nur mir so, oder klang das gerade ein wenig seltsam? Was haben Sie denn da gedacht? Ich dachte, vielleicht hat er alles vor Wut zerstört, wegen des verlorenen Grand Prix. Und dann nach seinem Toben müde wurde und ein wenig schlafen wollte. Das habe ich jedenfalls getan. Was für eine Geschichte. Ich verstehe. Sie dachten also nicht daran, dass er tot sein könnte. Nee, da kommt noch keiner drauf. Sie dachten, er sei ohnmächtig? Zuerst glaubte ich, dass er schlief. Aber dann, das Zimmer war in solch großer Unordnung. Ich dachte, dass er vielleicht mit jemandem gekämpft hatte. Erst war er nur frustriert, jetzt hat er gekämpft. Alter, ist das eine Aussage. Die kann ja gar nichts. Und dann haben sie das Glas Saft eingegossen. Ja, es fiel ihm immer schwer, aufzuwachen. Deshalb trank er immer ein Glas Tomatensaft. Ich verstehe. Und was passierte dann? Das ist so gelogen. Und wie haben Sie gemerkt, dass er wirklich in Wahrheit tot war? Ich schüttelte ihn wieder und wieder, aber ich bekam keine Antwort. Also stellte ich das Glas auf die Kommode und wollte seinen Puls fühlen. Ich war schockiert und taumelte rückwärts.
und warfen die Blumenvase um. So ist es gewesen. Ja. Jetzt kommt es drauf an. Hä? Das ist das absolute Ende für beide Seiten. Und Adrian wird unvorsichtiger. Phoenix, jetzt ist die beste Gelegenheit, die Anklage auseinanderzunehmen. Ist das nicht zu hart, Frau Andrews? Sagen Sie uns diesmal die Wahrheit? Nein, tut sie nicht. Tut sie nicht, so. Also. So. Kam nicht der Gedanke, dass er tot war. Ohnmächtig. So. Blumenvase, Tatort. Also, wir spielen mal einfach nochmal alles durch. Wir wissen, dass die Blumenvase auf dem Koffer, aber da war schon das Kostüm rausgenommen. Da muss doch die Vase schon kaputt gewesen sein, oder nicht? Egal. Wir hauen hier erstmal das Talob-Foto um die Ohren. Da stimmt nämlich was nicht. Und ich hab recht. Sie haben also wirklich nicht gedacht, er sei tot. Ach, da wollen die drauf rauen. Ja, okay. Verstehe ich. Sie dachten also wirklich nicht gedacht, dass er sei tot, als sie ihn fanden. Nein, wirklich nicht. Obwohl sie dies sahen, als sie die Leiche entdeckten? Ah! Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Ist das nicht offensichtlich, euer... Das ist ein Messer, das Herrn Corrida mitten in der Brust steckt. Jeder, der diese Szene gesehen hätte, hätte sofort gedacht, dies sei ein toter Mann. Das ist nun... Verstehen Sie? Ich bezweifle, dass Sie ihn irgendjemanden für ohnmächtig halten. Und dann ganz locker was zu trinken einchecken würden. Worauf wollen Sie hinaus? Frau Andrews, Ihre Aussage gerade. Sie war eine einzige große Lüge. Und ihre Lüge hat eine Sache eindeutig bewiesen. Dass sie die Mörderin sind. Nein! Es sieht so aus, als hätte die Verteidigung die hässliche Wahrheit ans Licht gebracht. Der Angeklagte, Herr Mettangard, ist nicht der Schuldige. Aber das ist unmöglich. Sie irren sich. Freundlos, versuchen Sie die Fassung zu bewahren. Ich war's nicht, das können Sie mir glauben. Es war Matt, ich schwör's, er hat Juan ermordet. Aber Sie waren diejenige, die Aussage verweigerte. Und der Grund dafür war, dass Sie sich vielleicht selbst belasten könnten. Das war, weil... Freundus, ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Was ist es, das Sie verbergen wollten, weil es Sie belasten würde? Ich verweigere die Aussage. Ja, dann ist Ende für dich. Dann sieht das Gericht keinen Grund, diese Verhandlung weiter fortzusetzen. Herrn Mettangards Unschuld wurde klar bewiesen. Ist es vorbei? Haben wir die Wahrheit endlich gefunden? Stimmt was nicht, Phoenix? Normalerweise gesteht der Mörder oder die Mörderin seine oder ihre Schuld. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist dies das erste Mal, dass es jemand nicht tut. Dann würde ich gerne mein Urteil für Herrn Mettangard verkünden. Natürlich. Euer Herrn, die Anklage denkt, dass es noch zu früh für eine Urteilsverkündung ist. Was? Der Grund ist ganz einfach. Die Zeugin muss erst noch die absolute Wahrheit sagen.
Die absolut wahre Wahrheit? Was wollen Sie? Zeugin. Haben Sie immer noch nicht verstanden? Huch? Ich weiß nicht, wer Ihnen diesen blödsinnigen Idee in den Kopf gesetzt hat. Aber solange Sie durch Schweigen schützen, ist Matt Angard frei. Und anstatt seiner, sind Sie die Schuldige. Das ist eine Lüge. Ich glaube Ihnen kein Wort. Was? Mir wurde gesagt, wenn ich rede, ist alles aus. Und Matt würde nie schuldig gesprochen werden. Wovon in aller Welt redet sie da bloß? Ist sie verrückt geworden? Ich kann nicht darüber reden. Meine Angst ist zu groß. Es ist Franziska van Karma. Hä? Erinnerst du dich nicht daran, Phoenix? Frau Ennus hält sich strikt an die Worte anderer, weil sie nicht die Kraft hat, an sich selbst zu glauben. Dann ist Frau Ennus gerade... Gestern bekam sie von Frau Karma einen Rettungsring zugeworfen. Sag kein Wort, egal was passiert. Tust du es doch, wird Mac Amgard freigesprochen. Frau Ennus klammert sich gerade verzweifelt an diese Worte. Was sollen wir denn dann tun? Das ist das erste Mal, dass mir sowas unterkommt. Aber Frau Andrews muss die Mörderin sein, nicht wahr? Wir müssen nur unseren Freispruch bekommen. Das ist alles, was zählt. Ich war's nicht. Ich flehe Sie an, mir zu glauben. Ich habe Juan nicht getötet. Zu Hilfe! Bitte! Kann mir jemand helfen? Harold! Ja, euer Herr? Das Gericht kann so nicht weitermachen. Deshalb möchte ich wissen, was Sie vorhaben. Was ich vorhabe? Was soll ich nur tun? Was soll ich denn sagen? Right, ich rate dir, das sehr gut zu überlegen. Denk darüber nach, was die Zeugin getan und was sie nicht getan hat. Und denk darüber nach, wer denn der eigentliche Kopf hinter dem Verbrechen ist. Wer der eigentliche Kopf hinter dem dahinter ist? Ist das nicht offensichtlich? Es kann niemand anderes sein als die weinende Frau dort drüben, oder? Komm schon, was tust du? Was für ein Mann bist du, Phoenix Wright? Ja. Ich lasse euch mal ein bisschen entscheiden. Holen wir uns einen Freispruch? Machen wir uns beliebt? Oder wollen wir hören, was sie zu sagen hat? Ich bin mal gespannt, was die Mehrheit entscheidet. Ihr wisst ja, dass wir dementsprechend einen Freispruch brauchen. Es geht ja um irgendeine Geisel, ne? Da war ja was. Zwingen kann man sie nicht? Der Silber sagt, es ist vollkommen egal. Komm, wenn das vollkommen egal ist, dann mache ich die Good Boy-Variante und gehe nicht auf Freispruch, sondern ich gehe mal davon aus, worauf was ihr auch denkt, das ist nicht die Mörderin. Ich muss heute einen eindeutigen Freispruch gewinnen. Keinen kommen. Aber ich bringe es nicht über mich, es so zu tun. Nicht, wenn sie so ein Gesicht macht. Frau Andrews, ich möchte gern wissen, was Sie wirklich verheimlichen. Herr Wright, wissen Sie ganz sicher, was Sie da tun? Herr Angard bekäme einen Freispruch, aber Sie wären an seiner Stadt schuldig. Das ist, wollen Sie wirklich, dass der Prozess so endet? Seien Sie still! Wie können Sie es wagen? Sie wollen mich reinlegen! Das reicht! Ihr Versuch ist lobenswert, Herr Edgeworth. Aber ganz offensichtlich ist die Theorie der Verteidigung die Wahrheit. Sie irren sich. Welch eine Schande. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde, aber... Was ist los, Herr Edgeworth? Frau Andrews, da Sie die Aussage absolut verweigern,
liegt es nun an mir, dem Gericht Folgendes mitzuteilen. Stopp! Herr Edgeworth! Diese Zeugin, wie soll ich es am besten sagen, sie hat eine Krankheit. Was? Und wegen dieser Krankheit hatte sie schon mal versucht, Selbstmord zu begehen. Stopp! Bitte hören Sie auf! Egal, wie sehr Sie auch verheimlichen wollen, es hilft nichts. Ich habe hier Beweise. Ha, das ist... Teil 2 des Gutachtens über den Selbstmord, das Gutachten Selbstmordversuch. Was werden Sie jetzt tun, Zeugin? Sie wissen, was ich vorhabe, nicht wahr? Ich erzähle dem Gericht die wahre Geschichte über die zu bemitleidenden Adrian Andrews. Das Geheimnis ihres zweiten Wesens. Vor nichts in der Welt hat sie mehr Angst, als dass andere davon erfahren. Bitte, bitte hören Sie auf! Ich flehe Sie an! Wenn es die Leute wissen, werde ich... Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie den Tod wählen würden, geht mich das nichts an. Edgeworth, wie kannst du nur so kaltherzig sein? Bevor Sie jedoch sterben, werde ich die Wahrheit von Ihrem lebendigen Lippen hören. Egal, was ich dafür tun muss. Also, werden Sie es dem Gericht sagen, oder soll ich es tun? Beides ist mir recht. Ich werde reden. Aber bitte, helfen Sie mir. Es ist alles egal. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Zuerst, als ich ihn sah, dachte ich wirklich, er sei ohnmächtig. Ganz ehrlich. Als ich merkte, dass er tot war, da dachte ich mir meinen Plan aus. Als ich sicher war, dass niemand im Gang war, lief ich schnell in Matts Zimmer. Und dann stach ich mit dem Messer auf Juans Leiche ein und riss auch einen Knopf ab. Erst als ich fertig war und zu Matts Zimmer zurückkehrte, gab es kleine Schwierigkeiten. Und deshalb benutze ich das Nickel-Samurai-Kostüm. Auf die Leiche eingestochen mit dem Messer? Aber warum denn? Warum denn? Ist das nicht offensichtlich? Um das Ganze einer gewissen Person anzuhängen. Einem gewissen feigen Mann. Was wollen Sie damit sagen? Das Gericht wird wohl einige Zeit brauchen, um das alles zu verstehen. Aber... Das ist die Wahrheit. Der wahre Mörder ist Matt, dieser Mistkerl. Ich werde ihm das nie vergeben. Er versucht schon wieder, seiner Schuld zu entkommen. So wie letztes Mal. Letztes Mal? Also strach Frau Andrews den Opfer Juan Corrida mit dem Messer in die Brust. Aber sie tat es ohne Mordabsichten. Sie tat es, um Matt Angard für einen Mord verantwortlich zu machen. Und genau das ist ihr Verbrechen. Was? Ist das möglich? Ich meine... War denn nicht Frau Andrews die wahre Mörderin? Herr Wright, überwinden Sie bitte Ihren Schock und fangen Sie mit dem Kreuzverhör an. Jetzt wird's spannend. So, jetzt wird's wahrscheinlich richtig lustig. Aber Sie erkannten anhand der Unordnung, dass es einen Kampf gegeben haben muss. Wussten Sie wirklich nicht, dass er tot war? Ja... Hat er einen Schal um seinen Hals gewickelt. Aber dieser Schal ist Teil des Mini-Ninjas-Kostüms, deshalb fiel mir daran nichts Außergewöhnliches auf. Auch sein Kopf war etwas nach unten geneigt. So sah ich sein Gesicht nicht gut. Darum dachte ich daran, ihn aufzuwecken und goss ihm den Saft ein. Was war dieser Plan, den sie hatten? Ich wusste sofort, dass Matt der Mörder war. Wusste es, weil Juan, er wollte Matts größte Schwäche der Welt preisgeben. Also tat Matt es, um Juan zu stoppen und brachte ihn für immer zum Schweigen. Also dachte ich mir, ich sollte Beweise fälschen und den Mord Matt anhängen. Also waren die gefälschten Beweise das Messer und der Knopf? Als erstes kam mir der Gedanke, mit dem Messer zuzustechen. Moment mal.
Um das Messer zu holen, richtig. Das Messer, das Matt beim Abendessen benutzt hatte, war voller Fingerabdrücke. Ich dachte mir, wenn ich das benutze, wird die Polizei auf ihn aufmerksam werden. Matt machte zu jedem Zeitpunkt ein Nickerchen in seinem Kostüm. Ich schlich mich hinein, nahm das Messer und kehrte zum Tatort zurück. Und dann stach ich mit dem Messer auf Juans Leiche. Achso. Halt! Stopp! So, das hatten wir. Das hatten wir. So. Das hatten wir schon. Doch, stimmt, das hatten wir schon. Können ja hier ein bisschen skippen. So, da waren wir. Also waren Sie diejenige, die mit dem Messer auf das Opfer einstach. Jetzt bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, was ich getan habe. Aber damals hatte ich keine Kontrolle über meinen Körper. Er handelte alleine. Als ich dann auf Juans Leiche einstach, kam mir eine weitere Idee. Ob sich nicht der Knopf dazu verwenden ließe, noch mehr Verdacht auf Matt zu lenken. Also dachten Sie daran, einen Knopf abzureißen und ihn Herrn Engards Hakama zu verstecken? Ja, das wollte ich tun. Aber die Dinge laufen manchmal anders als geplant, nicht wahr? Schwierigkeiten? Eine Frau mit einer Kamera lungerte im Gang herum. Ich wette bei meiner Frisur, dass es Lotta war. Und eine Frau mit einem Betäubungsgewehr im Anschlag lief auf und ab. Das war Frau Oldbeck. Ich bin schon einmal erwischt worden und die Geschichte kam dann in die Klatschpresse. Deshalb konnte ich schlecht einfach so rausgehen und mich wieder erwischen lassen. Sie waren diejenige, die das Kostüm hergerichtet hatte, oder? Ja, ich hatte es von den Global Studios. Ich habe es auch am Tag der Preisverleihung in Juans Gitarrenkasten gelegt. Sie haben das zur Vorbereitung auf die Pressekonferenz getan, richtig? Ja. Juan wollte das Kostüm tragen und die Pressekonferenz darin abhalten. Er wollte dann Matts großes Geheimnis preisgeben. Von dem wir übrigens immer noch nicht wissen, was das ist übrigens. Danke, Herr Richter! Und was war dieses Geheimnis? Das weiß ich nicht. Jedenfalls dachte ich, wenn ich Juans Zimmer im Nickel-Samurai-Kostüm verlasse, würden die Leute denken, es sei der wahre Mörder. Beim Öffnen des Gitarrenkoffers hinterließ ich keine Fingerabdrücke. Ich wollte, dass absolut niemand von dem Kostüm wusste. Ich denke, wir haben genug gehört. Danach gingen sie halt zu Herrn Matt Angards Zimmer zurück und versteckten den Knopf. In Matts Hakama, ja. Danach faltete ich das Kostüm, das ich getragen hatte, und steckte es in die Tüte. Dann schmuggelte ich dieses aus dem Hotel und schaffte sie weg. Mein Gott, was soll das alles nur bedeuten? Herr Edgeworth? Der wahre Kriminelle ist Matt Angard. Gestern hatte ich ein Gespräch mit dieser Staatsanwältin. Franziska, huh? Sie sagte, ich solle unter keinen Umständen gestehen, was ich getan habe. Dass, wenn ich schweige, Matt auf jeden Fall schuldig gesprochen würde. Ich hatte keine andere Wahl, als ihren Worten zu glauben. Was diese Zeugin getan hat, ist eindeutig gesetzeswidrig. Aber solange wie ihre Aussage steht, können wir sicher sein, dass sie nicht die wahre Mörderin ist. Warten Sie, euer Herrn. Die Verteidigung hat... Right. Es ist nutzlos. Zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich, Frau Andrews einer Sache anzuklagen. Ja, richtig. Es gibt keinen einzigen Beweis, der besagt, dass sie die Mörderin ist. Das Kreuzfeuer dieser Zeugin ist vorbei. Und auch die heutige Verhandlung. Sie konnten nicht beweisen, dass die Zeugin schuldig ist. Hören Sie auf, Herr Wright. Aber... Herr Edgeworth, bitte stellen Sie sich zu Frau Andrews zur weiteren Befragung unter Arrest. Verstanden, euer Herr. Die Anklage bereitet ihre Inhaftierung unverzüglich vor. Das ist alles. Das Gericht ist für heute vertagt. Das ist nicht gut, ne? Was ist denn jetzt passiert?
Die heutige Verhandlung ist vorbei und ich habe keinen Freispruch erreicht. Zeugin, darf ich Sie was fragen? Edgeworth. Worum geht's? Bevor Sie das Gericht heute verlassen, würde ich gerne noch eine Sache sehen. Die Karte in Ihrer Hand. Sie hat meine Aufmerksamkeit schon lange erregt. Was genau ist das? Oh, das? Herr Wright hatte auch schon danach gefragt. Als Sie mich fragten, konnte ich mich nicht daran erinnern, Herr Wright. Aber ich erinnere mich jetzt. Ich habe Sie an jedem Tag im Zimmer gefunden. Im Zimmer? An jenem Tag? Ja. Ich fand die Karte, als ich Horans Leiche entdeckte. Sie lag direkt neben ihm. Sie haben die Karte neben der Leiche gefunden? Ich glaube, ich muss sie unbewusst in meine Tasche gesteckt haben. Aber die Karte hat nichts mit Horans Mord zu tun, oder? Ich denke nicht, aber ist eine sonderbare Karte, wenn man mich fragt. Aber ein Hinweis für diesen Fall. Ich sehe keinen Grund dafür. Doch, solltest du. Zeugin, diese Karte, geben Sie mir, schnell. Edgeworth. Wissen Sie, was das, was Sie eine Dummheit begangen haben? Wenn auch aus Versehen? Das. Ich kann nicht glauben, dass Sie das die ganze Zeit vorenthalten haben. Es war keine Absicht. Was soll das Ganze? Ich habe Edgeworth noch nie so emotional gesehen. Diese Karte. Was in aller Welt ist das? Und was bedeutet sie? Und das sehen wir erst nach einem Cut. Natürlich. Geht sofort weiter.